Nur ein kurzes Video, das Wichtigste in Kürze versprochen. Ist ja fast so ein bisschen Landarzt-Outfit hier. Grüße Sie und grüße euch. Zum Einstieg ins Wochenende schauen wir kurz die wichtigsten Dinge an, die uns bevorstehen werden. Und das ist Punkt 1. Erst einmal der Starkregen. Da gibt es verschiedene Abstufungen in den kommenden Tagen. Es geht los am Montagmorgen. Da haben wir von den Benelux-Ländern, also hauptsächlich Belgien und Luxemburg, dann rüber durchs nördliche Rheinland-Pfalz, südliches NRW bis Richtung Harz. Die stärksten Regenfälle. Die ziehen dann tagsüber nach Osten und in den Abendstunden kommt das Ganze von Frankreich schon wieder ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz gezogen. Im weiteren Verlauf der Nacht dann in der Mitte, auch Franken ist dabei, in den Alpen ebenfalls und bis zum Morgen wandert das unter Intensivierung von Oberfranken durch das östliche Thüringen bis Sachsen und in südliche Brandenburg. Auch in den Alpen sind starke Regenfälle dabei bis zur Mittagszeit des Dienstags. Das zieht dann ab, das ist die Kaltfront, die eben eine kurze Abkühlung bringt, eher am Mittwoch an Allerheiligen wieder eine Südströmung für sehr milde Temperaturen sorgen wird. Und die nächste Abkühlung, die dann erfolgen wird in der zweiten Wochenhälfte, die hat es in sich. Und das wird dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Fall sein. Hier haben wir normale Regenfälle, aber schaut euch mal das an. Vom Osten der Schweiz bis in weite Teile Westösterreichs und in Südtirol, da haben wir Niederschlagssummen innerhalb von 6 Stunden von zum Teil über 50 Liter auf den Quadratmeter. Das wird noch stärker werden im Laufe der Nacht dann bis Freitagmorgen und das kommt nicht alles als Regen runter. Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil auf unter 1000 Meter Höhe. Es bestünde dann hier, wenn das so kommt, die Gefahr von Schneebruch. Kärnten beispielsweise hat Niederschlagssummen bis zu den Karawanken runter von über 80 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von 6 Stunden. Und wenn das als nasser Schnee runterkommt, da geht gar nichts mehr. Im weiteren Verlauf zieht das dann bis Freitagmittag nach Osten ab. Wir werden davon nur gestreift. Nochmal, da kann einiges runterkommen, wenn ihr irgendwelche größeren Fahrten machen müsst durch die Alpen bzw. über die Alpen, entweder zurück oder runter. Macht das nicht von Donnerstagabend bis Freitag. Davor an Allerheiligen gar kein Thema. Auch am Donnerstag tagsüber geht es noch und dann frühestens wieder am Samstag, wenn die ganzen Pässe geräumt sind. Schauen wir mal, das sind die Gitterpunkte auf die Schneesummen, die runterkommen sollen. Gitterpunkte, damit sind nicht die Berge ganz, ganz oben gemeint, sondern da wird alles gemittelt. Hier haben wir Schneesummen, die runterkommen von über einem halben Meter. Das wird in den Hochlagen wesentlich mehr sein. Da sind auch Täler mit eingerechnet, wo es als Regen runterkommt und das soll dann am Freitagmittag an Schnee liegen. Und ihr erkennt, dass auch der Alpenrand bei uns in Deutschland Schnee bekommen soll. Weite Teile auch der Schweiz, Österreich sowieso und auch Südtirol. Das heißt nicht, dass es bis ganz runter in die Täler überall schneit. Aber oberhalb von 800 bis 1000 Meter Höhe wird es dann doch einiges an Schnee geben. Und das nächste Thema ist der Wind. Der wird ebenfalls stark daherkommen. Wir haben ein Sturmfeld, das am Sonntagvormittag über den Nordwesten zieht, mit Spitzenböen von 50 bis über 80 Kilometer pro Stunde. Das ist normal, haben wir jetzt die letzten Tage häufiger gehabt. Ein weiteres Sturmgebiet ist dann unterwegs, wenn wir in den Alpen die starken Regen- und Schneefälle bekommen. Das kommt von den Benelux-Ländern reingezogen, vom Ärmelkanal hier mit Spitzenböen von über 80 Kilometer pro Stunde. Das ist auch noch Kindergeburtstag einer Modellberechnung, die jetzt wieder berechnet wird für den kommenden Sonntag. Also nicht diesen Sonntag, sondern die Woche drauf, heißt ja vielleicht dann nächster Sonntag. Da wäre ein Sturmfeld unterwegs, das von Ostfrankreich bis in die Mitte und in den Süden Deutschlands kommen würde mit Spitzenböen von über 100 Kilometer pro Stunde. Da wären sogar Orkanböen in freien Lagen und im Bergland dabei. Das ist nur eine Berechnung, die ist möglich jederzeit. Wir befinden uns mitten, da haben wir schon oft drüber gesprochen, im Jetstream in der Frontalzone, wo jederzeit solche Stürme auftreten können. Das ist noch zu weit weg für Details. Das soll nur zeigen, dass das möglich ist. Würde mich nicht wundern, wenn das morgen irgendwo als frisch verkauft wird. Kommen wir noch ganz kurz abschließend zu den Niederschlagssummen in den nächsten 10 Tagen. Im Westen kommt einiges runter.
70 bis über 100 Liter auf den Quadratmeter in den Alpen sowieso und hier auf der Alpensüdseite über 250 Liter. Ganz, ganz oben kommt das als Schnee. Ich bin mal gespannt, was der Günther dazu sagen wird, weil hier befindet sich ja auch einer seiner Lieblingsberge, der Großvenediger, der ja bis knapp 3,7 hochgeht. Da gibt es eine Menge Neuschnee. Bin mal gespannt, werde dann auch nächstes Jahr, wenn sobald die Saison ist und man wieder hinradeln und wandern kann, auch mal schauen. Bin da sehr gespannt mit den Schneesummen, die da kommen. Zu guter Letzt noch ein Ensemble für die Mitte Deutschlands, für Erfurt. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Berechnungen. Die Einzelberechnungen haben wir in Bund und die klaffen hinten ganz weit auseinander. Je enger die liegen, desto sicherer ist die Vorhersage. Je weiter sie auseinanderklaffen, desto unsicherer. Hier unten sind die Niederschlagssignale. Die Mitte soll jetzt nicht so viel abbekommen im Schutze des Thüringer Waldes. Die Temperaturen sind leicht unterdurchschnittlich. Ausreißer, die nach oben gehen, da hatten wir gestern drüber gesprochen, das wäre tief vorderseitig eine Südlage mit einer Strömung, wo es sehr mild werden würde am Nordrand der Berge und wo sich der Wind durchsetzen kann. Und auf der anderen Seite, das hier, was schattiert ist zwischen 0 und minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe, beginnend in der zweiten Wochenhälfte der neuen Woche, heißt Berglandschnee, wo es auch mal in den Mittelgebirgen Schnee geben kann. Und das, was hier dunkelblau ist, da kann es auch mal ins höhere Flachland schneien. Das wäre sogar ein Lauf, der würde im Flachland Schnee bringen. Da brauchen wir minus 8, minus 9, minus 10 Grad. Bei Windstille und Ostwind reichen auch minus 3, minus 4 Grad. Aber trotzdem, so im groben Schnitt sind da die ersten Schneefälle bis ins höhere Flachland möglich nach dem amerikanischen GFS-Modell. Und noch zu guter Letzt der Blick auf das europäische ECMWF-Modell. Das sieht genauso aus von der Struktur her. Ebenfalls einzelne Ausreißer nach oben und nach unten. Und das sind sogar Läufe dabei, die gehen Richtung minus 10 Grad, wären winterlich. Der große Rest hier, das ist ein riesiger Cluster, der geht hinten raus um St. Martin, dann doch in den Bereich zwischen 0 und minus 5 Grad mit Berglandschnee. Das heißt, alle, die durch die Berge fahren müssen, Alpen sowieso, brauchen Winterreifen in den nächsten zwei Wochen. Und im Flachland würde ich dann mal sagen, so langsam dürfte man sie raufziehen. Bis morgen.